Diese Gesichter sagen alles über diese Sportart. Sie ist rasant, akrobatisch und vor allem schmutzig. Dreck an sich ist eigentlich weniger das Problem. Das Gute ist, man kann es hinterher wieder abwaschen. Hinterher, das heißt nach 40 Minuten, denn so kurz ist ein solches Rennen. Im Sprint durch den Matsch vorneweg die amtierende Weltmeisterin Marianne Vos aus Holland, die ihren Verfolgerinnen heute keine Chance ließ. Dahinter Hanka Kupfernagel, die schon 5-mal Weltmeisterin war, aber grippegeschwächt ins Rennen ging. Auch Olympiasiegerin Sabine Spitz konnte heute nur hinterherfahren, denn die Holländerin Marianne Vos fuhr ein einsames Rennen an der Spitze. Hanka Kupfernagel wechselt ihr Rad. Über 1 Kilo Dreck klebt dran. Das neue ist sauber und leicht. Allein es half nichts, denn Marianne Vos fuhr ungefährdet ihrem Sieg entgegen. 8-mal konnte Hanka Kupfernagel in Frankfurt bereits gewinnen. Diesmal blieb nur Platz 3. Deshalb will sie unbedingt im nächsten Jahr wiederkommen. Einmal komme ich hier noch her und vielleicht kann ich noch ein 9. Mal gewinnen. Das wäre grandios. Es siegte also die Holländerin Marianne Vos. Doch Hanka Kupfernagel lauert auf baldige Revanche.